Sind wir live, glaube ich. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid bei unserem zweiten Community Talk, unserem brandneuen Talk-Format, das wir jetzt alle zwei Wochen hier auf Twitch machen. Letztes Mal, für alle, die dabei waren oder auch nicht dabei waren, ging es um Open Data und auch heute geht es im Grunde eigentlich auch um Daten, nämlich Daten zu Corona. Ich bin schon ganz gespannt auf das Gespräch, aber bevor es losgeht, noch ganz kurz der Hinweis, ihr könnt natürlich eure eigenen Fragen auch mit einbringen. Ihr müsst nicht nur darauf warten, dass ich die richtigen Fragen stelle. Und das könnt ihr entweder über den Chat hier direkt machen oder bei Twitter. Genau, und ich darf heute begrüßen den Knut. Knut, du bist nicht nur ehemaliger Mentor bei JugendHakt und ehemaliger Mitarbeiter von der Open Knowledge Foundation, sondern du machst gerade auch einen Job, der relativ stark im Fokus der Öffentlichkeit steht. Willst du einmal ganz kurz dich vorstellen und sagen, was du so machst? Genau, hallo, ich bin Knut. genau, ich mache jetzt seit ein paar Jahren so ein bisschen Sachen mit Open Data und Datenvisualisierung und habe damals auch bei der OKF gearbeitet. Und letztes Jahr habe ich dann angefangen, beim RKI zu arbeiten, in einem Projekt, das nennt sich Signale. Und in dem Projekt versuchen wir, Infektionskrankheiten zu visualisieren, also die Daten, die das RKI hat zu diesen Infektionskrankheiten, so aufzubereiten, dass die Experten bei uns, also die Epidemiologinnen und Epidemiologen, damit sinnvoll arbeiten können. Also wir helfen denen quasi, die Daten schön anzuzeigen. Das heißt, du machst das jetzt nicht nur mit Corona, sondern du machst das schon relativ lange auch mit anderen Krankheiten, ne? Genau, es gibt da ganz, ganz verschiedene Sachen. Es gibt da quasi so einen Katalog von Krankheiten, die gemeldet werden müssen. Und genau, die Krankheiten haben wir alle, zu allen Krankheiten haben wir irgendwie Daten und für die ganzen Krankheiten versuchen wir, Möglichkeiten zu finden, zum Beispiel Ausbrüche herauszufinden, die noch nicht entdeckt worden sind oder so. Das läuft dann meistens so, dass wir, also wir haben so Algorithmen, die wir dann anschmeißen und dann generieren wir was, wir nennen das halt Signal, also das ist so ein Hinweis, hier könnte ein Ausbruch von einer Infektionskrankheit sein. Mhm. Und dann gucken die Epidemiologen drauf und sagen dann entweder, jo, das ist ein Ausbruch, das taggen wir sozusagen in unserem System, oder sie sagen, nee, das ist kein Ausbruch, die Fälle sind zwar irgendwie ähnlich, aber das hat jetzt keine wirkliche epidemiologische Relevanz, und sagen dann, nee, das war jetzt so ein Fehlalarm sozusagen. Die zwei Möglichkeiten sozusagen. Und das macht ihr mit Algorithmen, das heißt, im Zweifelsfall wird es auch irgendwie technisch analysiert, ob das jetzt ein Ausbruch ist oder nicht, richtig? Genau, es gibt sozusagen wir generieren diese Signale und dann muss da jemand händisch drüber gehen und dann wirklich entscheiden, ob es ein Ausbruch ist oder nicht. Weil, genau, das automatisch zu machen, ich glaube, das geht auch gar nicht, weil je nachdem, welche Krankheit das ist, hat das ja ganz spezielle Charakteristika. Und genau, ich glaube auch, das jetzt über Maschinen entscheiden zu lassen, wäre extrem fehleranfällig. Deswegen ist das gut, dass wir da die Expertin haben und wir sind sozusagen als Unterstützung da für die, dass sie quasi noch mehr rausfinden oder das einfacher machen und so weiter. Und hat sich denn dein Job jetzt durch Corona irgendwie verändert? Also hat es irgendwie nochmal andere Aufgaben gebracht oder andere Herausforderungen mit sich gebracht? Ja, also auf der einen Seite auf jeden Fall medial. Also man merkt natürlich, dass man also wir veröffentlichen ja auch Daten und bisher war es halt immer so, dass sich eigentlich niemand dafür interessiert hat, sozusagen. Inzwischen ist das Interesse aber relativ groß. Ne? Das ist so die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite, genau, das Team, in dem ich bin, besteht aus 4 Leuten. 2 machen so Data Science. Also die kümmern sich wirklich um die Algorithmen und ein anderer Kollege und ich, wir bauen so Web-Applikationen dazu. Also wir zeigen quasi das an, was bei den Analysen rauskommt. Und das Schwierige
aktuell ist halt bei allen anderen Infektionskrankheiten, die wir so betreuen, sage ich mal, da gibt es historische Daten. Das heißt, man hat ganz viel Vergleiche. So, ist das jetzt was Ungewöhnliches? Wie hat sich das in den letzten 10 Jahren zum Beispiel verhalten um die gleiche Zeit? Es gibt da immer bei ganz vielen Krankheiten gibt's so eine, wir nennen das Saisonalität. Also zum Beispiel Influenza, ist ganz oft, dass das Anfang des Jahres es ganz viele Infizierte gibt und den Rest des Jahres halt nicht so viele. Und man guckt dann nicht, wie war es letztes Jahr im Juli, sondern wie war es letztes Jahr im Januar sozusagen. So, direkt vergleichen kann. Und das Problem mit dem Covid oder nCoV ist quasi, dass wir gar keine historischen Daten haben. Das heißt, wir brauchen irgendwie andere Metriken, um zu entscheiden, ist das jetzt was Besonderes oder ist das quasi alles schon, also ist das was, wo man sich dringend kümmern muss, sozusagen ein neuer Ausbruch, wo man jetzt ganz dringend Maßnahmen ergreifen muss, oder ist das der normale Fluss, sage ich mal, in Anführungszeichen, Krankheitsverlauf. Und da habt ihr aber auch schon Metriken, nach denen ihr das entscheiden könnt? Oder da seid ihr gerade noch dabei, die zu finden? Genau, also wir beraten uns da mit den Epidemiologen und so weiter. Und es gibt ja jede Woche diesen Lagebericht, den das RKI rausbringt, wo auch immer so ein paar Sachen drin sind. Und damit geht das so einher. Also das war jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen, dass es, also wir sprechen ja mal von dieser Inzidenz, also wie viele Erkrankte gibt es pro 100.000 Einwohner. Und da jetzt zu gucken, wie verhält sich das in den letzten 7 Tagen zum Beispiel. Das ist so ein Wert, den man auch ganz gut, ich sag mal, historisch vergleichen kann, also mit den Wochen davor, wie hat sich das da verhalten. Und so eine Sache zum Beispiel, dass man da versucht, sich ein paar neue Metriken auszudenken und dann guckt, wie sinnvoll sind die. Man kann zum Beispiel, wird ja auch häufig über dieses zum Beispiel Nowcasting und Forecasting gesprochen. Und da könnte man zum Beispiel theoretisch, also das gibt es jetzt noch nicht, aber da könnte man gucken, wenn ich jetzt das damals geforecastet hätte, hätte das gestimmt und so weiter. Das heißt, inzwischen gibt es schon ein paar Daten, mit denen man arbeiten kann. Und genau, da sind wir quasi dabei zu gucken, was irgendwie spannend sein könnte für die Epidemiologen. Und so als Grundlage, mit dem ihr arbeitet, ihr habt die Daten von den Gesundheitsämtern, richtig? Oder woher kriegt ihr eigentlich die Daten, mit denen ihr arbeitet? Genau, das ist quasi so ein mehrstufiges System. Also es gibt so einen offiziellen Meldeweg. Und als erstes gibt es erstmal, also ich sag mal ganz unten, gibt es die Meldung vom Arzt. Also man geht selber zum Arzt und dann diagnostiziert der eine Krankheit und macht eine Meldung ans Gesundheitsamt. Anderer Fall kann auch sein, ein Labor hat irgendwelche Proben und findet da Krankheitserreger und sendet die auch ans Gesundheitsamt. Und wenn man halt Kenntnis erlangt hat als Arzt oder als Labor, muss man halt quasi innerhalb von 24 Stunden das melden. Und das Gesundheitsamt sammelt die Daten. Das sind auch personenbezogene Daten, die da erhoben werden, weil die brauchen die Daten, um nähere Untersuchungen zu machen oder halt die Kontakte nochmal nachzuverfolgen, um die Personen halt zu erreichen zu können und so weiter. Und wenn das quasi, es gibt dann für die verschiedenen Krankheiten gibt es was, das nennen wir Falldefinition. Und eine Falldefinition, da gibt es bestimmte Kriterien und wenn die erfüllt sind, sagt man, okay, das ist wirklich ein Fall von dieser bestimmten Krankheit. Und wenn das klar ist, wird das weitergeleitet zum Landesamt. Mhm. Es gibt diese Landesämter in ganz Deutschland, quasi für jedes Bundesland gibt es eins. Und die bekommen aber nicht alle Daten, die das Gesundheitsamt hat. Also diese ganzen personenbezogenen Daten, die bleiben direkt beim Gesundheitsamt. Das geht quasi nicht rüber. Und genau, das Gesundheitsamt sammelt die Sachen auch wieder und sendet uns dann quasi gesammelt, was sie an neuen Fällen haben, ans RKI zu.
Und dieser ganze Prozess, dieser ganze Meldeweg, das soll eigentlich innerhalb von 2 Tagen abgeschlossen sein. Also wenn es einen Fall gibt und der Fall kommt am RKI an, dann sind das so eigentlich maximal 2 Tage, dass das quasi da ist. Das ist die eine Möglichkeit. Und andere Möglichkeit, es gibt noch andere Krankheiten, die müssen direkt dem RKI berichtet werden. Also direkt vom Labor kommt der Fall ans RKI sozusagen. Genau, aber damit habe ich nicht so viel zu tun, weil ich auch nicht so viel Bescheid. Und bei Corona läuft es auch nicht direkt über euch, oder? Genau, das geht über die Gesundheitsämter und die Landesämter. Das ist dieser, ich nenne es mal, klassischen Meldeweg. Also es gibt da 2 verschiedene Paragraphen. Mhm. Es wird quasi entschieden, welche Krankheit jetzt in welchen Weg fällt, sozusagen. Und du hast gerade gesagt, in der Regel dauert das so 2 Tage, bis das bei euch ankommt. Das heißt, die Daten, die man von euch so sieht, sind dann immer ungefähr 2 Tage alt, oder? Ja, würde ich so Pi mal Daumen schätzen, sage ich mal. Nee, erzähl du ruhig erst. muss kurz überlegen. Genau, also das variiert halt je nachdem, wie stark die Gesundheitsämter zum Beispiel ausgelastet sind oder so. Genau, davon ist das so ein bisschen abhängig. Aber genau, diese 2 Tage sind quasi die Maximalzeit. Damit, also es liegt halt genau daran, dass man auch noch reagieren kann sozusagen. Also wenn es jetzt noch länger dauern würde, also man muss ja immer versuchen, diesen Kompromiss zu finden zwischen, es soll auf der einen Seite soll es so schnell gehen wie möglich, auf der anderen Seite muss der Datenschutz zum Beispiel gewahrt werden. Und deshalb läuft das quasi über die Gesundheitsämter. Und bei euch kommen die Sachen schon bereinigt von personenbezogenen Daten an? Genau. Also wir haben da quasi nichts damit zu tun. Also da keine Informationen. Wenn man das braucht, dann kann man halt telefonisch die Gesundheitsämter anrufen sozusagen und das darüber irgendwie abwickeln. Also da werden, glaube ich, auch keine personenbezogenen Daten übertragen, aber die können im Auftrag des RKI zum Beispiel Nachforschung anstellen oder irgendwie sowas. Mhm. Und genau, um diese 2 Tage auch noch ein bisschen zu beschleunigen, sage ich mal, gibt es auch noch ein anderes Projekt, das nennt sich DEMIS, Deutsches Elektronisches Meldesystem. Da soll es quasi also das ist ein Projekt, was momentan am RKI läuft, und da soll es eine zentrale Datenbank geben, wo sowohl die Gesundheitsämter ihre Daten eintragen, als auch das RKI die Daten abfragt, sozusagen. Aber da muss natürlich sichergestellt sein, dass das datenschutzmäßig alles klar strukturiert ist, sozusagen. Also, dass die Kollegen am RKI keine Daten sehen, die für das Gesundheitsamt wichtig sind, sozusagen, dass dann die Sachen entsprechend verschlüsselt sind und so eine Geschichte. Genau, und das Projekt läuft quasi noch, also das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das eingeführt wird, aber das ist so in Zukunft der Plan sozusagen, um genau das so ein bisschen zu umgehen, diesen Meldeverzug, dass das nicht so krass ist. Genau. Und es gibt ja jetzt in den Medien auch immer sehr viele unterschiedliche Zahlen, also es gibt ja die Zahlen von euch, dann gibt es noch die Zahlen vom Johns Hopkins Institut. Also kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Wie kommt es zustande, dass es so unterschiedliche Zahlen gibt und wie ist das zu bewerten? Genau, also die Zahlen, die es vom RKI gibt, das sind quasi die Zahlen des Meldesystems, das also genau diesen Weg geht, den ich gerade beschrieben habe. Bei den Zeitungen, also wie ich das mitbekommen habe, ist alles so ein bisschen unter Vorbehalt, weil ich ja da nicht mitarbeite sozusagen, dass sie halt Informationen auch direkt von den Landesämtern bekommen. Also die Listen, in welchem Landkreis gab es wie viele Fälle und so weiter. Das halten die natürlich auch vor. Und genau, dadurch ist das meist auch ein bisschen aktueller, sage ich mal. Aber der Vorteil an den RKI-Daten ist halt, dass ich nun nicht nur den Landkreis habe, wo der Fall aufgetreten ist, sondern ich habe eine Altersgruppe, also ich habe Alter des Patienten, ich habe das Geschlecht und so weiter. Und die zusätzlichen Informationen kann ich halt
also können vor allem Epidemiologen dazu nutzen, sich Sachen herzuleiten sozusagen. Also ist jetzt eine bestimmte Altersgruppe schwer betroffen oder ein bestimmtes Geschlecht, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Genau. Und was die, glaube ich, die Zeitung auch machen, ist ganz viel mit Handarbeit so aus Presseberichten Sachen rauszulösen. Mhm. Genau. Aber das war, glaube ich, in der Anfangszeit hat das RKI recht ähnlich gemacht. Wir haben aber irgendwann gesagt, dass das einfach so viele Fälle sind, dass man die nicht mehr so gut handeln kann. Und um wirklich die konkreten Zahlen zu haben, auf die wir uns berufen können als Behörde, das ist ja immer noch eine Behörde und wir haben halt auch die Pflicht, sozusagen die korrekten Zahlen zu haben, wurde irgendwann festgelegt, okay, wir gehen jetzt auf dieses Meldesystem und wir zeigen wirklich nur die Zahlen dieses Meldesystems an, damit es keine Verwirrung gibt, dass wir immer sagen können, okay, das ist so gelaufen und genau, da haben wir die Daten ganz ordentlich und in unserem klassischen System, sag ich mal. Ist ja auch spannend, dass ihr am Anfang auch noch Sachen aus Pressemitteilungen rauskopiert habt. Genau, also das blieb halt nicht aus, also es war halt nicht ganz abzusehen, wie groß das wird. Also es gab ja erst diesen kleineren Fall, ich glaube in Bayern war das damals. Und als das eigentlich am Abflauen war und alle dachten, okay, jetzt wird es ein bisschen entspannter sozusagen, da brach halt das in Heinsberg los. Dann ging es halt richtig los und dann gab es halt die Überlegung, okay, ja, jetzt macht das irgendwie nicht mehr so viel Sinn, da wirklich Einzelfälle aufzulisten, dass wir das als RKI machen, sondern dass wir diese föderale Stärke, die wir ja haben, durch dieses System, was wir haben, irgendwie auch ausnutzen und dann dieses Meldesystem gehen. Genau. Und jetzt hast du so ein bisschen erklärt, wie ihr an die Daten kommt und du hast auch schon gesagt, ihr veröffentlicht immer diesen Lagebericht, aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten wahrscheinlich, die Daten bei euch irgendwie einzusehen, oder? Also kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen, wie man an Informationen kommen kann bei euch? Genau, also wir haben so ein Dashboard in Auftrag gegeben bei der Firma Esri und das läuft quasi so, dass wir denen einmal pro Tag Daten schicken. Die nehmen die Daten und zeigen die in ihrem Dashboard an. In dem Dashboard habe ich halt die Möglichkeit, mir die Daten anzugucken und für den aktuellen Tag mir die Daten auch runterzuladen. Die andere Möglichkeit, die es gibt, wir haben ein generelles System, um Daten von Infektionskrankheiten anzuzeigen. Das nennt sich SurfStat. Also surfstat.rki. Und genau, da kann man sich quasi, das ist so eine Webseite, da kann man sich so eine Tabelle zusammenklicken und dann sagen, wie man das aufschlüsseln will, nach welcher Altersgruppe, weil es gibt verschiedene Altersgruppen für verschiedene Krankheiten, weil für die eine Krankheit ist zum Beispiel interessant, okay, da erkranken vor allem Kinder dran, also staffel ich die Altersgruppen der Kinder ganz fein und alles ab 20 ist mir egal. So, da sage ich dann 20 plus und alle anderen Fälle fein halt da rein. Oder andere Krankheiten, da ist es gleich verteilt, da hat man dann zu 10 Jahresabstände, 5 Jahresabstände. Das kann ich auf der Plattform sozusagen auswählen und genau, mir die Tabelle dann runterladen und mir Grafiken runterladen und so weiter. Genau. Das ist nur gerade, ich sag mal, nicht ganz funktionstüchtig. Wir arbeiten daran, das abzudaten. Und gerade ist es, glaube ich, nur bis KG14 sind die Daten sozusagen verfügbar. Das ist ja schon auch eine Weile weg. Ja, genau. Genau, wir sind da gerade dran. Und also ich würde vermuten, in den nächsten paar Wochen ist das auch wieder aktuell sozusagen. Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Das ist halt zum Beispiel was jetzt runtergefallen ist, ne? Weil alle an den Corona-Sachen arbeiten, die wirklich gerade dringend sind, die auch die Gesundheitsämter zum Beispiel von uns brauchen. Und genau, das sei dann so eine Abwägung, wie wichtig sind bestimmte Sachen. Und das ist bis jetzt so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber
wird jetzt wieder in Angriff genommen. Und diese Anwendung, die ihr in Auftrag gegeben habt, magst du die vielleicht auch mal zeigen, damit man sich mal so ein bisschen als ZuschauerIn vorstellen kann, wovon genau, wir hier gerade sprechen? Kann ich hier mal kurz zeigen? Sieht man das? Weiß ich nicht. Ich hoffe. Stimmt. Genau, das ist quasi so die Hauptseite und man hat hier so eine Karte und auf der Karte sieht man quasi die kumulierten Werte. Also wie viele Fälle gab es seit Anfang des Jahres sozusagen, wie viele Corona-Fälle gab es überhaupt. Dann hier an der Seite habe ich so ein paar Kennzahlen, da sehe ich quasi, wie viele Fälle es gab, wie viele Todesfälle es gab und wie viele genesen sind. Und darunter immer die Veränderung zum Vortag. Darf ich zu dem Genesen nochmal kurz? Das ist doch nicht, also das steht bei Zeit Online immer, da steht immer, dass es nicht meldepflichtig ist, wenn man genesen ist. Wie kommt ihr denn zu den Genesungsdaten? Genau, das gibt es quasi auch als Feld. Also das kann auch berichtet werden. Mhm. Das ist aber immer nur so ein Ungefährwert. Also wir zeigen quasi die Zahlen, wo wir uns relativ sicher sind, dass das auch stimmt. Also das ist so der minimale Schwellwert, sage ich mal. Mhm. Und genau, es wird halt nicht immer ausgefüllt oder erst später ausgefüllt, dass sich der Fall dann nochmal ändert. Und genau, das war auch der Grund, am Anfang hatten wir das nicht drin, weil wir erstmal klären mussten, haben wir da überhaupt gute Werte und lohnt sich das überhaupt, das zu veröffentlichen? Und genau, jetzt ist es erstmal mit drin und da ist eigentlich, bei dem Wert kann man sich relativ sicher sein, dass das auf jeden Fall stimmt, mhm. weil das halt dieser Mindestwert ist sozusagen. Okay. Genau. Dann darunter gibt es so eine Auflistung der Altersgruppe. Die Altersgruppe hier, die ist quasi auch von den Epidemiologen gewählt, halt speziell für diese Corona-Krankheit. Mhm. Dass der die Altersgruppen relativ gut abbilden, wieso die tatsächliche Verteilung ist. Hier zwei Möglichkeiten. Ich kann mir einmal die Gesamtfälle angucken und ich kann mir halt dieses, wenn ich hier den anderen Tab gehe, ich kann mir die Fälle pro 100.000 Einwohner angucken. Weil zum Beispiel von den 80-Jährigen gibt es halt nicht so viel wie von den 15- bis 34-Jährigen zum Beispiel. Und um das so ein bisschen zu normalisieren, um zu gucken, okay, welche Gruppe in dieser Altersgruppe ist wirklich am häufigsten betroffen. Dafür gibt es quasi diese Inzidenz. Und damit das keine völlig abstrakte Prozentzahl ist, wenn man halt dieses pro 100.000 Einwohner. Mhm. Ja. Genau, und wenn man sieht halt hier dieser Absolutwert der über 80-Jährigen, der ist relativ niedrig, aber wenn ich dann halt das mir in der Inzidenz angucke, sehe ich halt, dass das anteilsmäßig schon relativ viel ist. Mhm. Genau, und auch das sind die kumulierten Werte, also alle Fälle, die bisher aufgekommen sind. So, und das, wo man am meisten noch machen kann, ist das hier unten. Das ist jetzt alle Fälle, die wir auch haben, und zwar getaggt nach Erkrankungsdatum und Meldedatum. Mhm. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil natürlich aus Krankheitssicht ist das Erkrankungsdatum natürlich am interessantesten, wenn man genau weiß, okay, an dem Datum ist derjenige erkrankt sozusagen. Das Meldedatum beschreibt, wann ist dieser Fall aufgenommen worden. Das stimmt halt nicht immer mit dem Erkrankungsdatum überein, weil vielleicht warte ich 2-3 Tage, bis ich zum Arzt gehe, weil ich ja nicht weiß und dann ist es aber doch schlimm und dann gehe ich trotzdem und dann was wir auf jeden Fall erstmal haben, was wir immer haben, ist dieses Meldedatum und dieses Erkrankungsdatum, manchmal kann das halt auch nicht mehr ermittelt werden. Mhm. Das heißt, dieses Feld, was wir bei uns haben, dieses Erkrankungsdatum ist einfach leer und um jetzt nicht nur um trotzdem einen guten Vergleich zu haben, haben wir gesagt, bei allen Fällen, wo wir kein Erkrankungsdatum haben, zeigen wir zumindest dieses Meldedatum an, dass man so eine ungefähre Vorstellung hat, wie ist der Verlauf der Krankheit sozusagen. Das ist so. Jetzt
sind ja diese Balken zum Teil sehr unterschiedlich. Also es ist ja irgendwie ab März ist die Differenz relativ hoch. Liegt das denn daran, dass ihr bei so vielen Fällen da dann das Erkrankungsdatum nicht wisst, oder ist einfach der Zeitraum länger geworden zwischen Erkrankung und Meldung? Genau, also das heißt einfach, dass es nicht eingetragen ist sozusagen. Mhm. Es kann aber immer noch im Nachhinein irgendwie aktualisiert werden. Okay. Mhm. Das kann sich immer mal wieder ändern. Genau, da haben wir jetzt so keinen Einfluss drauf, weil es gibt, also wenn das vom Gesundheitsamt dann eingetragen wird, es gibt so eine Pflichtfelder sozusagen, die da sein müssen, mhm, damit der Fall überhaupt übermittelt wird. Und es gibt so ein paar Felder, wo man sagt, okay, wenn ihr das habt, ist das super. Aber Hauptsache, wir haben erstmal den Fall, auch ohne die Zusatzinformationen. Deswegen gibt es diesen Update-Mechanismus sozusagen, dass ich die Fälle im Nachhinein auch nochmal bearbeiten kann. Ist ja ein relativ komplexes Dashboard, das ihr da gebaut habt. Deswegen ganz kurz der Hinweis, wenn ihr selber noch Fragen habt im Livestream, dürft ihr die gerne im Chat oder bei Twitter stellen. Bei Twitter am besten mit dem Hashtag Jugendhakt versehen. Und mein Kollege spielt mir die dann hier geheimnisvoll zu. Genau. Aber genau. Gut, jetzt kurzer Hinweis noch von mir. Also das ist nicht direkt vom RKI, das sind nur die Daten des RKI. Genau, nochmal guter Hinweis. Das ist quasi von der Firma SD entwickelt. Genau. Was kann ich denn noch machen? Genau, also dann gibt es, was ich halt gerade schon erklärt habe, man kriegt quasi in diesem zweiten Graphen ist jetzt nur das Meldedatum verzeichnet. Mhm. Aber dieser gelbe Balken ist die am Vortag eingegangen sind bei uns. So. Da gibt es ja, kann ja sagen, ich habe es nicht geschafft, die Daten einzutragen, deswegen kann es sein, dass noch ein Fall von letzter Woche mit da reinkommt. Um das so ein bisschen anzuzeigen, ist der Graph sozusagen. Also alles, was blau ist, das ist schon von früher. Und alles, was so gelblich ist, das ist hier vor allem am Anfang. Das ist quasi erst gestern eingegangen. Und das, also wenn man sich das Dashboard schon mal früher angeguckt hat, ist jetzt ein bisschen schlecht, aber da hat man gesehen, dass es relativ viel gelb war. Und jetzt wird es halt immer weniger gelb, was halt auch zeigt, dass erstmal, dass es weniger Fälle gibt, natürlich, und dass die Lage aber mehr in den Griff kommt, weil die Gesundheitsämter nicht mehr hauptsächlich damit beschäftigt sind, Maßnahmen zu ergreifen und Fälle zu prüfen und so und dieses Kontakttracing zu machen. Also wenn einer mit Corona infiziert war, war immer die Strategie, mit wem hatte derjenige Kontakt und die Leute dann vorzuwarnen sozusagen. Mhm. Und können sich jetzt ja darauf konzentrieren, auch die Fälle einzutragen. Das war halt auch so ein Punkt, erstmal die Maßnahmen ergreifen und dann die Fälle eintragen. Deswegen gab es auch am Anfang einen relativ hohen Meldeverzug, der jetzt niedriger wird. Mhm. Jetzt gibt es tatsächlich Fragen aus der Community. Knut, ich gebe die mal an dich weiter. Die erste Frage, ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst. Was hat denn diese Software eigentlich gekostet? Kannst du da was zu sagen? Das weiß ich leider nicht. Mhm. Also das müsste man wahrscheinlich nochmal beim RKI direkt erfragen, wenn man das wissen will. Genau, da kann ich gar nichts zu sagen. Mhm. Weil ich habe, genau, also das lief quasi so, dass ich erfahren habe, ja, es gibt jetzt hier so ein Dashboard, Firma SD hat das gemacht und bla bla bla. Und genau, ich habe halt mir das angeguckt und gesagt, ja, cool. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du da nicht wirklich was zu sagen kannst. Aber die nächste Frage wäre eine, die ich sonst auch gleich noch gestellt hätte. Ich lese sie mal vor. Mich würde interessieren, in welcher Form ihr mit den Datensätzen beim RKI arbeitet. Mich wundert immer wieder, warum das RKI sich anscheinend so schwer damit tut, O-Daten maschinenlesbar und tagesaktuell zu veröffentlichen. Kannst du sagen, wo es da hängt, technisch, inhaltlich, bei zum Beispiel Datenschutzbedenken? Genau, also Datenschutz ist ein Riesenthema tatsächlich, weil wir müssen quasi dafür sorgen, dass, also vor allem bei den seltenen Krankheiten jetzt, wenn dann jemand erkrankt, also so ein klassisches Beispiel wäre Malaria zum Beispiel. Da hat jemand Urlaub gemacht, ist zurückgeflogen, merkt, okay, es
erkrankt, geht zum Arzt und die Diagnose ist Malaria, dann gibt es für diese Krankheit einen Fall im ganzen Bundesland, sage ich mal zum Beispiel. Und bei den Daten muss dafür gesorgt werden, dass quasi die Person, die da erkrankt ist, nicht zurückverfolgt werden kann. Das ist halt auch so, dass es auch nicht mit anderen Sachen verknüpft werden kann. Und deswegen ist das RKI extrem vorsichtig bei den Daten, die rausgegeben werden. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel keine Falldaten gibt. Also man könnte auch sagen, diese Falldaten, die wir haben, die veröffentlichen wir 1:1. Aber es ist halt ziemlich schwer abzuschätzen. Also klar, die sind pseudonymisiert. Also es gibt keinen Namen oder irgendwelche personenbezogenen Daten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wieder mit allen anderen Datenquellen verknüpft, kann es halt durchaus sein, dass man das rausfindet. Mhm. Genau, es gab so einen Fall zum Beispiel vor ein paar Jahren mal, da hat irgendwie, glaube ich, IMDb hat seine Daten veröffentlicht und Netflix, glaube ich. Und weil das jemand gegengecheckt hat, konnte er so auf einzelne Personen schließen. Zum Beispiel. Und genau, da ist die Angst einfach relativ groß, so dass wir das, glaube ich, jetzt in der Phase erstmal so, das wird erstmal so weiterlaufen sozusagen, so von meinem Gefühl. Ist aber, glaube ich, ein gutes Thema, um das zum Beispiel wenn das alles wieder in geregelten Bahnen läuft, das nochmal so anzusprechen und so auch nochmal einzubringen, auch von der Politik her. Ist ja auch so ein generelles Thema, weil, genau, letztendlich sind wir halt eine Behörde und Behörde hat auch eine Transparenzpflicht, deswegen gibt es ja auch Daten. Aber genau, zu klären, wäre halt zum Beispiel nochmal, kann man da noch mehr machen? Oder was wären so die konkreten Grenzen und so weiter? Dass man da vielleicht auch nochmal ein Forschungsprojekt macht oder Studien macht und guckt. Und dass das dann dazu führt, dass mehr Daten veröffentlicht werden. Das wäre auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall guter Appell nochmal. Der zweite Teil der Frage war ja nach maschinenlesbar und weiterverarbeitbar. Ich weiß nicht, du hast ja vorhin gesagt, man kann sich ja auch Sachen runterladen, richtig, in dem Dashboard? Genau, da muss man hier auf diesen Link klicken und das dauert ein bisschen. Genau, dann kommt man hier auf diese Hub-Seite, das ist quasi auch von Esri gehostet, das ganze Ding. Mhm. Und hier gibt es als Kategorie Robert-Koch-Institut. Da sieht man halt nochmal das Dashboard, aber hier unten sieht man die verschiedenen Daten, die wir haben. Also erstmal sind es die Geodaten, also die Bundesländer und Landkreise. Mhm. Ist so, also pro Landkreis kann man rechnen, gibt es quasi ein Gesundheitsamt, das für diesen Landkreis zuständig ist. Und in den übrigen Daten, also jeder Landkreis hat eine von uns vergebene ID, die wir auch in den Daten haben. Um das gut verknüpfen zu können, ist es gut, quasi die Geodaten hier zu benutzen. Mhm. Und dann gibt es hier die konkreten Covid-Daten. Und hier kann man quasi, genau, wenn man hier auf Daten klickt, sieht man quasi erstmal die Daten an sich. Dann kann man die hier runterladen. Einmal, also als Tabelle zum Beispiel, und es gibt auch eine API, die man quasi programmatisch anträgern kann. Mhm. Genau, das habe ich aber noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob sich das automatisch aktualisiert, ob das immer derselbe Link ist, das müssen wir mal ausprobieren. Aber genau, so kommt man generell an die Sachen. Und was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Surfstat, das habe ich hier auch irgendwo nochmal. Muss ich mal kurz. Hier. Genau. Da kann ich mir, also ich kann mir hier so eine Abfrage zum Beispiel zusammenklicken. Ich habe das hier mal so gemacht. Krankheit halt Covid-19 und dann sage ich, wie meine Tabelle aussehen soll, also wie ich sie aggregieren möchte. Ich habe jetzt gesagt, in Zeilen soll das Meldejahr mit der Meldewoche stehen. Mhm.
und in den Spalten die Altersgruppierung in Einjahresschritten. Und dann sehe ich halt hier von KD5, da gab es quasi den ersten Fall, also die ersten Fälle, bis KW14, verdammt. Das hat jetzt natürlich nicht so geklappt, dass man wieder bis vorher war. No. Der Vorführeffekt. Ja, genau. Das ist auch das Problem an der Plattform tatsächlich, dass wenn man sich jetzt eine Abfrage zusammengeklickt hat und man verlässt den Computer, das läuft über so eine Session, dass die irgendwann abläuft. So, ich würde jetzt hier nochmal, genau. So. Ja, ich glaube, mein Internet ist auch gerade ziemlich langsam. Ich habe in der Zwischenzeit auch, also erstens eine Information, denn unsere ZuschauerInnen sind natürlich alle sehr klug. Und es gibt tatsächlich eine Info zu der Kostenfrage für die Softwareentwicklung. Es hat jemand darauf hingewiesen, dass Esri die Kosten anscheinend selbst trägt. Und zwar haben die die Aufwände irgendwie übernommen über im Rahmen vom Disaster Response Program. Okay, gut genau. Zu wissen. Und dann gibt es noch eine zweite Frage, nämlich ob ihr Pläne habt, das Ganze irgendwann in Zukunft auch mal mit künstlicher Intelligenz auszuwerten und vorherzusagen. Ja, ist so ein zweischneidiges Schwert, weil, genau, die Forschungsprojekte gibt es und das machen wir auch, also wir probieren uns da aus sozusagen. Mhm. Ist aber, also die Epidemiologen sind da zu Recht recht skeptisch, was vor allem so ein Forecasting angeht, weil sie halt sagen, mir nützt es nicht zu sagen, ja, da passiert wahrscheinlich was und dann passiert es nicht. Sozusagen. Also sie brauchen eigentlich Sachen, wo sie sagen können, okay, das ist auf jeden Fall so und dann kann ich auch Maßnahmen ergreifen oder Sachen untersuchen und so weiter. Genau, deswegen ist es bei dieser Forecasting-Geschichte oder halt auch Nowcasting. Nowcasting wäre quasi, weil wir ja immer noch diesen Meldeverzug haben. Mhm. Zu sagen, heute, ich habe zwar Daten, aber ich weiß, da kommen noch welche dazu, zu entscheiden, wie viel kommen denn noch dazu und das so anzupassen, dass es, ich sag mal, dass man so viele Fälle hat, idealerweise, wie dann am Ende tatsächlich da sein werden. Sozusagen. Kannst dann, du mir ja. das auch noch ein bisschen erklären, weil das ist was ich auch immer irgendwie in den Medien höre und lese. Wie funktioniert denn dieses Nowcasting? Also na, es gibt verschiedene Ansätze sozusagen. Also das Einfachste ist zu gucken, ich habe immer, also in, vor allem in der Vergangenheit zu gucken, ich habe immer einen speziellen Tag, wo ich mir einen Datenstand speichere, sage ich mal, und dann gucke ich nach einer Woche nochmal, wie viel ist denn dazugekommen. Mhm. Und das kann ich halt für ganz viele verschiedene Tage machen und mir dann so einen Durchschnitt errechnen, also so ein Mittel irgendwie. Und das kann ich einfach mit draufpacken. Das ist so die einfachste Form, sozusagen. Und dann kann man halt total spezifisch werden. Also wenn ich von dem jetzt Daten gemeldet bekomme, ist das, wie verändert sich das Mittel pro Landkreis zum Beispiel? Sind die eher schnell oder sind die eher langsam? Und dann kann ich das anpassen. Genau, das wäre zum Beispiel einfach so eine Geschichte, dass ich quasi, also das Ding ist halt, ich brauche immer historische Sachen, weil ich muss immer irgendwie aus der Vergangenheit lernen und kann das dann auf die Gegenwart adaptieren. Das ist so das generelle Ziel. Mhm, okay. Genau. Es trudeln hier immer mehr Fragen ein. Die hat jetzt gar nicht wirklich was mit dem RKI zu tun, sondern glaube ich tatsächlich eher damit, dass du selber ja auch wie du so schön sagst, Datenenthusiast bist und auch mit Leuten arbeitest, die viel mit Data Science machen. Es hat ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin gefragt, was wären denn vielleicht Projekte, die du für geeignet hältst, wenn man sich mal so als Anfängerin im Bereich Data Science irgendwie umgucken möchte. Gibt es da was du empfehlen könntest? Projekte? Also ich sage mal so, am besten ist immer, wenn man ein Problem hat, was man lösen will,
Weil dann hat man den Antrieb, sich auch in die Sachen einzuarbeiten. Bei diesen ganzen Machine Learning-Geschichten, womit man normalerweise anfängt, ist so eine lineare Regression, nennt sich das. Was heißt das genau? Das ist so die einfachste Form, um so, ja, ich sag mal, Sachen vorherzusagen oder aus Sachen zu lernen, sozusagen. Also das ist jetzt so ein mathematisches Ding. Ich habe das jetzt auch nicht mehr so auf der Pfanne, aber das ist ein relativ einfaches Modell, auf was man sich quasi bezieht. Und das ist relativ gut verständlich, sozusagen. Und von da aus kann man dann immer andere Sachen erkunden. Also es gibt total viele verschiedene Ansätze in diesem Machine Learning. Ganz großes Feld ist ja zum Beispiel auch Natural Language Processing. Also, dass man, wenn man ganz viele Texte hat, aus diesen Texten so Kontext lernt, zum Beispiel. Mhm. Also, es gibt da zum Beispiel diese Word Embeddings, dass man sagt, okay, dieses Wort steht immer in diesem Kontext, sozusagen. Und dass man dann da Ableitungen draus treffen kann oder Sinnhaftigkeiten vergleichen kann. Genau. Also es gibt auf jeden Fall Tutorials en masse zu dem Thema online. Da würde ich einfach sagen, starten. Und wie gesagt, am besten ist, wenn man ein konkretes Problem hat, dass man quasi, wo man Sachen, irgendwas rausfinden will. Und dann kann man sich da, finde ich, immer ganz gut dran abarbeiten. Das ist so mein Tipp. Ich hoffe, das hat die Frage schon gut beantwortet. Wenn nicht, gerne nochmal nachhaken in den Kommentaren. Ich würde nochmal wieder zurück zu RKI und Covid gehen vielleicht. Wir waren ja gerade schon bei künstlicher Intelligenz und beim Vorhersagen. Und was ja gerade auch immer sehr viel diskutiert wird, sind Tracing-Apps in allen möglichen Varianten. Was passiert denn da beim RKI? Kannst du da auch was zu sagen? Genau, also das ist ja alles ein bisschen verwirrend, muss ich gestehen. Also es gibt da ja verschiedene Stufen, die jetzt in der letzten Zeit irgendwie in den Medien waren, sag ich mal. Das erste waren so, dass das RKI Daten von der Telekom gekauft hat, so anonymisierte Daten. Das war quasi ein geballter Datensatz und der soll halt dazu benutzt werden, so Datenströme Menschenströme nachzuvollziehen. So typischerweise, wo bewegen sich Menschen hin und dass ich dann daraus irgendwie Modelle ableiten kann, wie sich Krankheiten zum Beispiel ausbreiten könnten. Mhm. Ich meine, ganz groß und konjunktiv. Dann zweiter Schritt, nenne ich es mal, in Anführungszeichen, war die Datenspende-App vom RKI. Funktioniert quasi in Kombination mit diesen Fitnessbändern. Die ja Daten des eigenen Körpers, sage ich mal, erheben. Also wie ist der Puls, wie ist das nicht, Blutdruck oder so, gibt es das auch? Stimmt. Ja, ich habe so ein Ding auch nicht, keine Ahnung. Aber genau, da gibt es ja Apps, die das dann speichern sozusagen. Und da gibt es auch APIs, die man antriggern kann, wenn man Sachen damit machen will. Und über diese Datenspende-App willigt man quasi ein, dass man diese Daten zur Verfügung stellt und dass die Sachen dann quasi auch für die Analyse genutzt werden können. So, und das Letzte ist jetzt diese Tracing-App. Da ist das Ziel, dass man quasi, dass die herausfindet, also okay, ich habe mich jetzt vor 5 Tagen infiziert, mit wem hatte ich jetzt alles Kontakt? So, das funktioniert über dieses Bluetooth Low Energy. Also da wird quasi die ganze Zeit IDs hin und her gesendet und das Handy speichert sozusagen, welchen IDs bin ich begegnet, also welche habe ich unterwegs eingefangen.
und sammelt das erstmal alles lokal auf dem Handy, sofern ich das verstanden habe. Und wenn man dann weiß, man ist infiziert, dann kann man die Daten freigeben sozusagen und dann die anderen, die auch diese App installiert hatten, mit der man dann Kontakt hatte, die benachrichtigen, dass es quasi so einen Corona-Fall gibt. Genau, diese Datenspende-App, die gibt es auch schon. Die kann man sich quasi runterladen, wenn man möchte. Und diese Tracing-App ist aber noch in der Entwicklung, weil da sind noch total viele konzeptuelle Fragen offen. Auch ganz viel Datenschutz wahrscheinlich. Genau, da bin ich jetzt aber nicht stärker involviert. Das ist quasi alles, was ich dazu so sagen kann. Genau. Die Datenspende-App, die ist von euch, ne? Weißt du, wie da so die Zahlen sind, wie die so genutzt wird? Also direkt von uns kenne ich keine Zahlen. Ich kenne die jetzt auch mal aus der Presse. Mhm. Da war irgendwas von 500.000 die Rede, glaube ich. Genau, das ist so. Es hat auch noch so einen Punkt bei dieser Tracing-App zum Beispiel, dass man eigentlich sagt, man braucht so eine Abdeckung von 60%. Mhm. Damit das auch wirksam ist. Gerade deswegen wäre es quasi wichtig, die auf Herz und Nieren zu prüfen, dass da quasi nichts schief geht. Aber ja. Genau, mal gucken. So, es gibt gerade keine weiteren Fragen aus der Community. Und ich habe auch, wenn ich mal so drüber gucke, glaube ich, meine Fragen alle gestellt. Knut, hast du noch was, was du uns gerne mitgeben möchtest? Ja, also klar. Weiterhin alle gesund bleiben. Ich glaube, Social Distancing ist immer noch der beste Schutz gegen Corona. Und genau, falls ihr Fragen habt oder so, ich bin im Slack, im OKF-Slack. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Sonst könnt ihr mich auch in Zulip einladen und mir da Fragen stellen, falls noch was und offen ist oder euch noch was einfällt. Ach ja, bei Twitter bist du auch erreichbar, ne? Für alle, genau. Die nicht schon alte Jugendhackthasen sind. Genau, und der Knutator könnte mich auch erreichen. Ja, cool. Genau. Eine andere Frage, hast du genug Klopapier zu Hause, Knut? Ja, ich hatte das Glück, dass ich durch Zufall, kurz bevor der Mangel anfing, hatte ich irgendwie eine Packung gekauft und da zehre ich noch von. Ich habe aber das Gefühl, die Lage ist auch besser geworden. Also ja, auf jeden Fall. ZuschauerInnen da draußen, habt keine Angst, es gibt wieder Klopapier in Deutschland. Das kommt alles wieder. Die Hamsterer sind, glaube ich, müde geworden. Ich glaube auch. Also, genau. Knut, dann würde ich mich erstmal, glaube ich, bei dir bedanken. Das war super spannend. Genau. Ich hoffe, die ZuschauerInnen fanden es auch spannend und ich habe noch einen kleinen Hinweis, weil ich habe ja schon angekündigt, wir machen gerade erstens diesen Community Talk jetzt zweiwöchentlich, das heißt, der nächste steht an am, was ist es dann, der zweite, glaube ich. Und neben den Community Talks machen wir aber auch noch weitere Formate im Moment. Und zwar bietet unser Lab in Ulm jetzt zwei Workshops an, bei denen ihr gerne eingeladen seid, teilzunehmen. Das erste ist Escape My Game. Darin kann man quasi lernen, wie man mit so einem 3D-Tool einen eigenen virtuellen Escape Room baut, was, finde ich, ziemlich cool klingt. Der ist am 30. Mai. Und das zweite, was wir machen in Ulm, ist das Elektrotheater. Da geht es darum, dass man in Mindtest, was so ähnlich ist wie Minecraft, wurde mir gesagt, einen eigenen Film oder eine eigene Theatervorstellung erstellen kann. Das heißt, da geht es darum, so richtig mit Drehbuch und Kostümen und Regie zu arbeiten. Und der Workshop ist zweitägig und findet am 2. und 3. Juni statt. Wichtig allerdings, denn man muss sich für beide Workshops anmelden, weil wir nur begrenzt Plätze haben. Dafür steht hier jetzt irgendwo um mich rum eine URL, jugendtakt.org/lab/Ulm. Da könnt ihr euch gerne anmelden und wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Danke an dich, Knut, und an alle, die zugeguckt haben. Jo. Ciao. Eine schöne Woche. Du auch.